Die meisten Normalbürger dürften über Haiti durch Nachrichten und Berichte nur so viel wissen. Es handelt sich um das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Hinzu kommen chronische Korruption, politische Gewalt und die Heimsuchungen der Natur in Form von Erdbeben und verheerenden Wirbelstürmen. Im Mittelalter hätte man wohl von einem Fluch gesprochen, der auf dem karibischen Eiland liegt. Seit dem 7. Februar erheben sich die verarmten Massen gegen das US-hörige Regime und fordern den Rücktritt des Präsidenten. Anders als im Fall von Venezuela können sie dabei allerdings nicht auf die transatlantischen Moralapostel zählen. Ein paar Belanglosigkeiten aus dem ärmsten Land der Karibik. Die letzte Präsidentschaftswahl musste nach Betrugsvorwürfen wiederholt werden. Die darauf folgende Wahl, bei der Präsident Moïse gewählt wurde, war dann nicht unbedingt ein demokratisches Vorzeigemodell. Nur ein Fünftel Wahlbeteiligung, jeder zehnte Wahlzettel wurde aus verschiedenen Gründen nicht gezählt. Diese Tatsachen zusammengenommen hätten in anderen Fällen mehr als ausgereicht, um auf dem Legitimationsradar in Washington Alarm auszulösen. Doch dieses Mal nicht. In diesem Kommentar möchte ich vor allem auf die historischen Entwicklungen eingehen, die Haiti zum Armenhaus gemacht haben. Ohne Kenntnis ihrer historischen Ursachen sind die chronische Armut und die Dauerkrise Haitis nicht zu verstehen. Der Fluch, der auf Haiti zu liegen scheint, hat andere Ursachen, als es die einseitige Darstellung vermuten lässt. Es war Christopher Columbus, der den Stein ins Rollen brachte, der heute wie ein Fels auf Haiti liegt. Im Jahr 1492 legte der Seefahrer auf seiner Irrfahrt nach Indien an der Insel an. Von der indigenen Bevölkerung, damals Haiti genannt, sollte sie von da an Hispaniola heißen. Für die Urbevölkerung war die Ankunft des Christopher Columbus am 6. Dezember 1492 der Anfang vom Ende ihrer Existenz. Die indigene Bevölkerung der Tainos, damals eine hochentwickelte Kultur, wird noch vor der totalen Kolonialisierung durch die Spanier fast vollständig ausgerottet. Der Blutzoll der Urbevölkerung gilt als der höchste in ganz Amerika. Um die fruchtbare Insel weiter auszubeuten, muss dringend Ersatz her. Der wird schließlich in afrikanischen Sklaven gefunden. Als Columbus die Insel 1492 erreichte, bewunderte er noch die dichten und majestätischen Wälder. Doch diese wurden fast vollständig abgeholzt, um vor allem Zucker- und Kaffeeplantagen Platz zu machen. Heute stehen vom ursprünglichen Baumbestand noch 2%. Der Grundstein für die heutigen Erdrutsche. Die 200-jährige Herrschaft Spaniens endet im Jahr 1697. Im Frieden von Ryswick tritt die spanische Krone nach Jahrzehnten des Kampfes mit Frankreich das westliche Drittel Hispaniolas an Frankreich ab. Wieder muss ein neuer Name her, Saint-Domingue. Der nun französische Teil der Insel wird zu einem hochlukrativen Außenposten des französischen Imperialismus. Die Perle der Antillen bildet von nun an das Rückgrat des französischen Außenhandels und spült sagenhaften Reichtum nicht nur in die Taschen der Plantagenbesitzer, sondern auch in die Haushaltskassen des französischen Königs, des Adels und der bürgerlichen Kaufleute. Frankreich erlebt eine Blütezeit und halb Europa genießt jetzt Kaffee und Zucker. Welchen Wert die Kolonie hatte, erkennt man auch daran, dass Ludwig der 15. nach dem Siebenjährigen Krieg Kanada an England abtrat, um im Gegenzug die Karibikinsel behalten zu können. Den Preis bezahlen vor allem die Sklaven, die nun den Platz der ausgerotteten indigenen Bevölkerung einnehmen müssen. Seit dem 16. Jahrhundert werden insgesamt 900.000 Sklaven aus Afrika hierher verschleppt. Im Jahr 1789 leben in der Kolonie etwas über eine halbe Million Menschen, davon knapp 90% Sklaven. Mitte August 1791, zwei Jahre nach dem Sturm auf die Bastille, greifen die Sklaven in Frankreichs reichster Kolonie zu den Waffen, um sich ihre Freiheit zu erkämpfen. Es ist der Beginn der haitianischen Revolution. Die Revolte breitet sich wie ein Lauffeuer aus. Und schließlich tritt der haitianische Nationalheld Toussaint Louverture, selbst ein ehemaliger Sklave, in die Geschichte ein. Im Jahr 1794 hebt Frankreich unter der Führung von Maximilien de Robespierre die Sklaverei auf. Aber in dem Überseegebiet, dem heutigen Haiti, wird die Umsetzung verweigert. Daraufhin verbündet sich Louverture sogar mit der Französischen Republik, um gegen Großbritannien zu kämpfen, das sich auf die Seite der Royalisten geschlagen hatte und seine Chance witterte, sich selbst die lukrative Insel unter den Nagel zu reißen. Am Ende ist es aber der Rebellenkommandeur Louverture, dem es 1801 mit seinen Soldaten gelingt, ganz Hispaniola unter seine Kontrolle zu bringen und das Ende der Sklaverei zu verkünden. Das alles geht einem Herrn dann doch entschieden zu weit. Im Jahr 1802 schickt Napoleon Bonaparte eine Expeditionsarmee von etwa 50.000 Soldaten zur Karibikinsel, um sie wieder unter französische Kontrolle zu bringen und die Sklaverei wieder einzuführen.
L'Ouverture wird schließlich unter dem Vorwand, mit ihm über einen Waffenstillstand verhandeln zu wollen, in eine Falle gelockt und nach Frankreich deportiert, wo er schließlich eingekerkert stirbt. Doch der Krieg geht weiter. Am Ende sind 24.000 Franzosen tot und 8.000 verletzt. Andere Quellen sprechen von weit mehr gefallenen französischen Soldaten. Die immensen Verluste und die fragile Situation in Europa zwingen Frankreich im November 1803 zum Rückzug. Der Sieg über die Expeditionsarmee beendet 300 Jahre Kolonialherrschaft und Haiti wird am 1. Januar 1804 als unabhängige Republik geboren. Damit ist Haiti auch das erste Land Lateinamerikas, das seine Unabhängigkeit nach 12 Jahren Freiheitskampf ausruft und diesen Umstand der ersten erfolgreichen Sklavenrevolution der Weltgeschichte verdankt. Die Großmächte der Kolonialära, die ihren Reichtum auf der Sklaverei gegründet hatten, verfallen in Schockstarre. Aber schnell war klar, Haiti muss bestraft und in die Knie gezwungen werden. Deshalb unterstützen die Kolonialmächte die folgende Wirtschaftsblockade, um Haiti wieder zu befreien und weigern sich, geschlossen dessen Unabhängigkeit anzuerkennen. Dazu kamen erpresste und jahrzehntelange Reparationszahlungen. Doch die Plantagen und damit die Wirtschaft lagen nach 12 Jahren Bürgerkrieg in Schutt und Asche. Ein Drittel der Bevölkerung war dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen und auf Hilfe der aufgeklärten Nation konnte man sich offensichtlich auch nicht verlassen. Doch damit nicht genug. Ein Gesandter des französischen Königs Karls X. stellte die haitianische Regierung vor die Wahl zwischen Pest und Cholera. Für die Zahlung von 150 Millionen Francs würde man die Unabhängigkeit Haitis anerkennen. Ansonsten würde man einmarschieren und die Bevölkerung erneut versklaven. Nachdruck verliehen der Forderung 14 französische Kriegsschiffe vor der Küste Haitis. Mit der Pistole auf der Brust zahlte Haiti und musste sich dafür massiv verschulden. Bei einer französischen Bank, die dafür extrem hohe Zinsen einstrich. Die Republik wurde so an die Schuldenleine genommen. Von 1825 bis 1883 zahlte Haiti diese Strafzahlung an die ehemaligen Kolonialherren, bis auf den letzten Cent. Die Nachwirkungen dauern bis heute an. Bis zum Jahre 1947 lähmte die Schuldenlast die haitianische Wirtschaft und legte den Grundstein für Armut und Korruption. Entgegen dem Mythos des Kampfes der Nordstaaten für die Befreiung der Sklaven verweigern die USA die Anerkennung Haitis bis 1862. Schließlich findet unter US-Präsident Woodrow Wilson eine Invasion Haitis statt und zwischen 1915 und 1934 besetzten die USA Haiti. Wie in vielen anderen Teilen der Welt hatte man später auch keine Probleme mit der Unterstützung von Diktatoren wie Vater François und Sohn Jean-Claude Duvalier, solange die eigenen Interessen gewahrt blieben. Auf Grundlage eigener Berechnungen forderten die Anwälte des ehemaligen haitianischen Präsidenten und früheren Armenpriesters Jean-Bertrand Aristide im Jahr 2004 22 Milliarden US-Dollar an Rückzahlungen von Frankreich. Andere Quellen sprechen von 40 Milliarden Dollar, die Frankreich zurückzahlen sollte. Frankreich weigert sich bis heute. Stattdessen schickte man lieber den französischen Privatsektor nach Haiti. Nebenbei gewährte man dem Ex-Diktator Duvalier Exil an der französischen Riviera. Viele Haitianer protestieren zurzeit nicht nur gegen die eigene Regierung, sondern auch gegen den von den Vereinigten Staaten geplanten Regime-Change in Venezuela. Auch die Unterstützung Maduros wird aus geschichtlicher Perspektive verständlicher. Das seit einigen Jahren unabhängige Haiti unterstützte im Jahr 1816 den Freiheitskämpfer Simón Bolívar, ideell und materiell, auch nach dessen ersten Niederlagen. So stellte Haiti für dessen Kampf unter anderem eine kleine Flotte, Geld, Verpflegung, 4.000 Musketen, 15.000 Pfund Schießpulver, militärische Beratung und eine Druckerpresse zur Verfügung. Einzige Bedingung, überall dort, wo er in Südamerika erfolgreich sein würde, sollte er die Sklaverei abschaffen. Bolívar hielt Wort und wie es aus seinen eigenen Briefen und Unterlagen hervorgeht, lieferte Haiti nicht nur entscheidende Hilfe, sondern diente auch als Modell für die nun unabhängigen Nationen Südamerikas. Bolívar strukturierte die erste Regierung Boliviens nach dem Vorbild Haitis und die venezolanische Verfassung nahm sich die haitianische zum Vorbild. Trotz alledem erkannte Bolívar am Ende die Unabhängigkeit Haitis nie an. Und so unglaublich es klingt, doch auch auf Haiti trifft er zu, der Fluch des natürlichen Reichtums. Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass man zwar immer wieder von der grassierenden Korruption, Chaos, Armut und Misswirtschaft in Haiti, der Shithole Country, hört und liest, aber so gut wie nichts über die natürlichen Ressourcen der Karibikinsel an die Öffentlichkeit drängt. Haiti ist reich, sehr reich.
Gigantische Ölreserven und riesige Mengen an Gold sollen unter der Erde und in den haitianischen Gewässern schlummern. Die multinationalen Konzerne wissen schon längst Bescheid, entschieden sich aber aus taktischen Gründen, die Ölreserven nicht zu erschließen. Wir sollten die haitianischen Reserven und andere Schichten an Vorkommen als Reserve für das 21. Jahrhundert zurückhalten, wenn der Jackpot im Mittleren Osten erschöpft ist. Doch nie wird im Fall von Haiti auf diese größeren Zusammenhänge hingewiesen. Und trotzdem, ja, mehr als die Hälfte der Einwohner sind Analphabeten. 90% der Bildungseinrichtungen befinden sich dank des neoliberalen Wirtschaftskurses der US-gesteuerten Regierung in privater Hand. Chaos, Armut und fehlende Bildung bestimmen das Leben der Haitianer. Und das ist alles andere als Zufall. Haiti muss arm bleiben, um es besser kontrollieren zu können. Ich bin Toussaint Louverture. Mein Name ist euch vielleicht bekannt. Der schwarze George Washington wurde er genannt. Er schlug 3 Kolonialmächte zurück und erzürnte Napoleon. Die Aussicht auf eine schwarze Republik gibt auch den Spaniern, Engländern und Amerikanern Grund zur Sorge. Er meisterte das Prinzip Freiheit und Gleichheit für alle. Haiti wird immer als das ärmste westliche Land bezeichnet. Dabei war es zu seiner Blütezeit, als es noch Saint-Domingue hieß, eine der reichsten Kolonien des amerikanischen Doppelkontinents. Sein Reichtum und Wohlstand basierte allerdings auf der Sklaverei, dem Besitz von menschlichem Kapital. Die Männer standen von früh bis spät gebeugt auf dem Feld und schnitten mit Buschmessern Zuckerrohrhalme. Es war ein unmenschliches Dasein. Die Männer wurden zu Tieren und wurden wie Tiere behandelt. Die Herrschaft des Sklavenbesitzers war unantastbar. Doch dieser Absolutismus gab dem Besitzer selbst einen Status, der ebenfalls unmenschlich war. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das waren damals ganz neue Ideen. Toussaint Louverture verkörperte Menschlichkeit. Er erkannte schon früh, dass seine Lebensbedingungen untragbar waren. Louverture rekrutierte etwa 3.000 bis 4.000 Männer, bildete sie aus und schlug die französische, britische und spanische Armee zurück. Und das 12 Jahre lang. Sie verbrannten ihre Arbeitsgeräte, brannten ihre Plantagen nieder und setzten die Häuser in Brand. Es war ein Massaker von gewaltigem Ausmaß. Die Stunde der Rache hatte geschlagen. Die haitianische Revolution ist die wahrscheinlich radikalste, die es je gegeben hat. Nur in Haiti haben Sklaven es geschafft, einen Staat zu gründen. Aber keiner will darüber reden. Im Sommer 1789, als Haiti noch Saint-Domingue hieß und eine friedliche Kolonie war, blickte die ganze Welt auf Frankreich. Das Pariser Volk lehnte sich gegen die französische Krone und seine miserablen Lebensbedingungen auf. Unter dem Slogan Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wurde eine Revolution entfacht, die ein neues Zeitalter einläutete. Tatsächlich verbanden die Menschen mit der Revolution ganz unterschiedliche Motive. In den Straßen von Paris setzte die Revolution den haarsträubenden Vorzügen der Reichen ein Ende. Mit der Gründung der Nationalversammlung konnten nun die Ideen der radikalsten Denker Europas umgesetzt werden.
Niemand wusste so genau, wozu die Bewegung führen würde, aber sie wurde schon allein von der Idee angetrieben, dass jeder Mensch von Geburt an bestimmte Rechte habe. Über diese Rechte hatten zuvor schon einige Philosophen geschrieben, aber im Laufe der Französischen Revolution wurden sie in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte zusammengetragen. Es war ein gefährliches Konzept, denn die Gesellschaft basierte auf dem Prinzip der Ungleichheit. Die Strukturen sollten nur einer kleinen Minderheit dienen. Was in Frankreich gefährlich war, war erst recht gefährlich für die französischen Sklavenkolonien der Karibik. Martinique, Guadeloupe und Saint-Domingue. Der westliche Teil der Insel Hispaniola, die damals als Perle der Antillen galt und heute Haiti heißt. Viele glauben, dass die Menschen woanders in der Welt nichts von solchen Ereignissen mitbekamen. Das stimmt nicht. Die Neuigkeiten sprachen sich schnell herum. Im 18. Jahrhundert fuhren regelmäßig Schiffe übers Meer und Nachrichten gelangten schnell von einem Kontinent zum anderen. Die Menschen waren ganz versessen auf die Neuigkeiten. Wenn die Seeleute an Land gingen, kamen sie zuallererst mit den Sklaven in Kontakt, die beim Entladen halfen. Und sie erzählten ihnen, was in Paris los war. Nur wenige Kolonialsklaven wagten es, die neuen demokratischen Ideen zu übernehmen. Zu viel stand auf dem Spiel. Zucker war im 18. Jahrhundert ein Hauptwirtschaftsfaktor. Und Saint-Domingue war das Herz der weltweiten Zuckerproduktion. In Frankreich verschlossen selbst die meisten aufständischen Reformisten die Augen vor dem menschlichen Leid, das mit dem Sklavensystem einherging. Die Zuckerrohrblätter sind scharf wie Rasierklingen. Die Arbeiter hatten sich schnell geschnitten und spürten es erst, wenn Schweiß in die Wunde kam und es anfing zu brennen. In den Wurzeln saßen haufenweise Ameisen, von denen die Leute gebissen wurden. Und sie kratzten sich also den halben Tag lang. Es war völlig legitim, Sklaven, die nicht arbeiten wollten, einfach zu erschießen. Das ganze Konzept der Sklaverei ist bestialisch. Die Franzosen betrieben sie auf höchstem Niveau. Ausgehend von der Statistik, dass ein aus Afrika kommender Sklave keine 3 Jahre durchhielt, entwickelten sie ein bis ins Detail durchkalkuliertes System, das höchst erfolgreich war. Die Sklaverei in Saint-Domingue basierte auf einer unbarmherzigen Terrorherrschaft. Für Sklavenbesitzer Stanislas Fouache ein notwendiges Übel zur Verwaltung seines Menschenbesitzes. Langsame Bestrafungen brennen sich eher ins Gedächtnis ein als schnelle oder härtere Bestrafungen. 25 Peitschenhiebe, die über 15 Minuten verteilt ausgeführt werden, hinterlassen eine nachhaltigere Wirkung als 50 Peitschenhiebe, die innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden. Es gibt schauderhafte Beschreibungen der schrecklichen Torturen. Manchen Sklaven wurden Beine oder Arme abgetrennt, weil sie zu fliehen versuchten. Oder die Aufseher rieben ihren Chili-Pulver in die Wunden. Andere wurden aufgehängt und dem Tod überlassen. In diesem System war ein Menschenleben so wenig wert, dass die Foltermethoden ein unvorstellbar grausames Ausmaß annahmen. Trotz der brutalen Kontrollmechanismen schafften es einige Farbige, dem Joch der Sklaverei zu entkommen. Manche wurden als uneheliche Kinder weißer Pflanzer frei geboren.
Andere bahnten sich mit Geschick und Intelligenz den Weg in die Freiheit. Einer von ihnen war Toussaint Louverture. Ich bin als Sklave geboren, doch die Natur schenkte mir die Seele eines freien Mannes. Toussaint Louverture war ein sehr zielstrebiger und ehrgeiziger Mensch. In meinen Augen war er ein Genie. Toussaint ist für mich eine der bemerkenswertesten historischen Figuren. Er wurde auf einer Plantage auf Saint-Domingue geboren und wuchs dort auf. Der Besitzer der Plantage war für damalige Verhältnisse relativ tolerant und Toussaint hatte als Kind das Glück, lesen und schreiben zu lernen. Irgendwann wurde Toussaint auf der Plantage die gehobene Rolle des Kutschers zuteil. Und so kam er sowohl mit den Verwaltern als auch mit den Plantagenherren in Kontakt. Als er um 1770 schließlich seine Freiheit erlangte, nahm er verschiedene Funktionen wahr. Und das ist der Schlüssel zu seiner Persönlichkeit. Er ergriff Chancen, die andere nicht sahen. Er war ein Geschäftsmann. Er hatte Kontakte in den USA und anderswo, besaß Bankkonten und verfügte über hervorragende organisatorische Fähigkeiten. Heute wäre er ein großartiger Manager. Es gibt keine schriftlichen Belege für Toussaints erste Reaktionen auf die Französische Revolution. Sicher ist, dass die Ereignisse die freien Bewohner von Saint-Domingue, weiße und Menschen gemischter Abstammung, in hohem Maße verblüffte. 1798 lebten auf Saint-Domingue etwa 40.000 Weiße und 30.000 Farbige, die natürlich von Weißen abstammten. Die Mischlinge selbst besaßen Land und Sklaven, und viele von ihnen waren erfolgreiche Geschäftsleute und gingen Verbindungen mit weißen Kolonialherren ein. Es gab nicht einfach nur Schwarze und Weiße auf Haiti, sondern es gab zahlreiche Hautschattierungen. Ein Historiker unterschied tatsächlich zwischen 110 Farbkategorien, von ganz schwarz bis ganz weiß. Er gab jeder Schattierung einen Namen: Mulatte, Tazerone, Quattarone, je nachdem, wie viel sogenanntes schwarzes Blut in den Adern der jeweiligen Person floss. Die Revolution ließ die Weißen darauf hoffen, mehr Kontrolle über die Kolonialverwaltung zu gewinnen. Die farbige Bevölkerung hoffte ihrerseits auf radikalere Veränderungen. Sie waren freigeboren, doch nicht ihren weißen Mitbürgern gleichgestellt. They had to show. Sie mussten sich den Weißen gegenüber respektvoll zeigen. Sie mussten sich in ihrer Anwesenheit erheben und sie mit ihrem Titel wie Monsieur oder Madame anreden. Es war nicht einfach für sie. Darum waren sie auch die Ersten, die noch vor den Schwarzen eine Gleichstellung forderten. Im Jahre 1791 ergriffen die Farbigen von Saint-Domingue ihre Chance. In einer Petition verlangten sie von der neuen französischen Regierung dieselben Bürgerrechte wie die Weißen. Es war die klare Botschaft an eine Gesellschaft, die sich eindeutig auf Diskriminierung gründete. Das war Zündstoff. Die Petition erzürnte die weißen Bewohner von Saint-Domingue. Sie starteten eine Einschüchterungskampagne, in deren Folge in der Hauptstadt zahlreiche Menschen gemischter Abstammung bedroht, verprügelt und ermordet wurden. Doch in Paris stieß das Gesuch auf offene Ohren. Eine neue Generation von Abgeordneten in der Nationalversammlung erließ ein historisches Dekret, in dem Farbigen mit zwei freien Elternteilen gleiche Rechte gewährt wurden. Trotz der geringen Auswirkung dieser Reform weigerte sich der Gouverneur von Saint-Domingue, sie umzusetzen.
Die weißen Kolonisten fühlten sich durch dieses Dekret zutiefst betrogen. Und manche entwickelten ihre eigenen radikalen Gedanken, wie Madame de Rouvray, die Frau eines Pflanzers. Die Nationalversammlung zielt derart darauf ab, unser Leben als Kolonialherren zu zerstören, dass eventuell die Abspaltung von Frankreich erforderlich wird. Ich hoffe, dass die Sklavenbesitzer Amerikas sich zusammentun, um diesen Freiheitswahn aufzuhalten. Gott, der die Sonne schuf, um uns Licht zu geben, der den Ozean zurückhält, der den Donner grollen lässt, er ist es, der über uns wacht. Bookman Dati war ein Sklave und Voodoo-Priester. Wir alle sollten es wegwerfen, das Bild des Gottes der Weißen, der so gnadenlos ist. Lauscht der Stimme der Freiheit, die in all unseren Herzen singt. Im August 1791, als sich die Weißen und Farbigen von Saint-Domingue auf einen großen offenen Machtkampf vorbereiteten, rief Bookman die Sklaven der umliegenden Plantagen zusammen. Sie waren aus verschiedenen Teilen Afrikas verschleppt worden, doch alle hatten eines gemein: die Voodoo-Religion. Le Voodoo, c'est l'esprit de nos ancêtres. Voodoo, das ist der Geist unserer Ahnen. Es ist eine Religion, aber noch viel mehr als das, es ist eine Lebensform. Wir ziehen unsere Kraft daraus. Voodoo befreit uns und gibt uns Würde und Weisheit. Es ist unsere Tradition. Bookman versammelte die Sklaven im Bois Caïman, dem Krokodilwald, und gemeinsam entwickelten sie eine Strategie. Diese Zeremonie im Bois Caïman war der erste haitianische Kongress. Hier begann die Revolution. Hier fassten die Afrikaner den Entschluss, nicht länger Sklaven zu sein und sich zumindest im Geiste von den Ketten zu befreien. Von diesem Tag an sollte es kein Zurück mehr geben. Sie wollten ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Der Legende nach planten die Sklaven von Saint-Domingue in dieser Nacht den Aufstand, der zwei Wochen später auf mehreren Plantagen gleichzeitig beginnen sollte. Die Aufständischen schworen einander, Stillschweigen zu bewahren. Es heißt sogar, dass sie ein Schwein getötet und sein Blut getrunken hätten. Das nennen wir Kommunion. Ein Pakt darüber, dass das, was gehört und zu anderen gesagt wurde, nicht weitergetragen wird. Der Gott des weißen Mannes veranlasst ihn, Verbrechen zu begehen. Unser Gott befiehlt uns, uns zu rächen. Er ist es, der unsere Waffen führen und uns helfen wird. In der Nacht zum 22. August 1791 fielen 1000 versklavte Afrikaner über ihre Besitzer her. Die Sklaven vergifteten, erstachen und meuchelten ihre Herren. Sie forderten Unabhängigkeit. Um ihre Freiheit zurückzugewinnen, mussten sie mit derselben Gewalttätigkeit vorgehen, unter der sie gelitten hatten. Deshalb war die Revolution äußerst brutal. Vom ersten Tag an ließen sie ihrem Hass freien Lauf. In kürzester Zeit wuchs das Heer der Aufständischen von 1000 auf 20.000 an. Die befreiten Sklaven brannten Zuckerplantagen und Raffinerien nieder und zerstörten das System, das sie versklavt hatte.
Drei Tage später lagen 184 Zuckerplantagen und 1000 Kaffeefarmen, die zu den profitabelsten ganz Amerikas gehörten, in Schutt und Asche. Weiße und Farbige flüchteten in die Hauptstadt. Von dort aus sahen sie hilflos zu, wie ringsherum Feuerstürme wüteten und alles zerstörten. Es war eine gigantische, verheerende Feuersbrunst. Die Feuer sollen so hell gewesen sein, dass die Menschen auf den Schiffen im Hafen in 15, 20 oder 30 Kilometer Entfernung ihre Briefe lesen konnten. Dieser Ausbruch ungezügelter Gewalt versetzte Toussaint Louverture in eine schwierige Lage. Sein eigenes Vermögen rührte aus dem Plantagensystem und seit rund 15 Jahren bewegte er sich zwischen der schwarzen und der weißen Welt. Toussaint war kein Sklave. Er hatte nicht die Mentalität eines Sklaven. Er besaß zwei oder drei Plantagen. Somit gehörte er nicht mehr derselben Klasse an wie die meisten Schwarzen und verfolgte andere Interessen. Toussaints erste Reaktion auf die tobende Gewalt hatte allerdings nicht mit seiner Hautfarbe oder finanziellen Interessen zu tun, sondern hatte persönliche Motive. Er eilte zu der Plantage, auf der er geboren wurde, um seine ehemaligen Besitzer zu beschützen. Es stimmt, dass Toussaint Louverture zu Beginn des Aufstandes zur Plantage zurückgekehrt ist, um dort die Ordnung zu wahren. Die Frage ist nur, warum er das getan hat. Ich denke, Toussaint übertrug seine humanitären Grundsätze auch auf seine ehemaligen Besitzer und war ihnen dankbar dafür, dass er durch sie ebenfalls von der Sklaverei profitiert hatte. Während Toussaint seinen ehemaligen Sklavenhaltern half, schlugen die Weißen in der Hauptstadt zahlreiche Angriffe zurück. Bald darauf gruppierten sie sich neu und starteten eine Offensive. Das Blutvergießen nahm kein Ende. Der französische Kolonist Pamphile de Lacroix schrieb über das Geschehen: Das Land ist übersät mit Leichen, die keiner begräbt. Die Neger lassen die Köpfe der Weißen aufgespießt stehen. Und die weißen Soldaten, die keine Gefangenen machen, lassen die toten Neger auf den Feldern liegen. Drei Monate nach Beginn der Revolution wurde der Voodoo-Priester Bookman Dutty im Kampf getötet. Weiße Soldaten enthaupteten ihn und verbrannten seinen Körper, gut sichtbar für das gegnerische Lager. Laut eines Beobachters war der Konflikt in Saint-Domingue zu einem Vernichtungskrieg geworden. Im Herbst 1791 musste Toussaint Louverture sich endgültig für eine Seite entscheiden. Obwohl er Frau und Kinder hatte und riskierte, seine Freiheit zu verlieren, fasste er einen schnellen Entschluss. Er ließ alles liegen und stehen und schloss sich den Rebellen in den Bergen an. Es war ein riskantes Unternehmen. Die 500.000 Sklaven der Insel waren den Weißen zahlenmäßig zwar ums Zwölffache überlegen, doch sie verfügten über keine gewachsene Militärstrategie und keine langfristige Vision. Das Problem war, dass viele von ihnen gar nicht wussten, was ein Leben in Freiheit bedeutete und nicht darauf vorbereitet waren. Toussaint hingegen hatte ein umfassendes Weltbild. Er war mit der europäischen und der afrikanischen Kultur gleichermaßen vertraut und hatte die Werke der großen Denker der Aufklärung gelesen. Toussaint hatte mit Sicherheit einen Text von Rabbi Reynold gelesen, der voraussagte, dass aus dem kolonialen Sklavensystem angesichts der Vielzahl der Sklaven und ihres schrecklichen Leidens ein Revolutionsführer hervorgehen würde. Den bezeichnete Reynold, glaube ich, als schwarzen Spartacus. Als gebildeter Mann muss Toussaint diesen Text gekannt haben. Der erfahrene und gebildete Toussaint nahm schnell eine gehobene Position unter den Rebellenführern ein,
die eine schwarze Armee aufbauen wollten. Im Dezember 1791, 4 Monate nach Beginn des Aufstands, schwand unter den schwarzen Rebellen die Motivation. Die neue französische Regierung schickte über 10.000 Soldaten nach Saint-Domingue, die den weißen Kolonisten helfen sollten, wieder die Oberhand zu gewinnen. Im Winter ging den Rebellen in den Bergen die Nahrung aus und vom Hunger getrieben gaben sie zu Tausenden auf. Toussaint Louverture war kein gewaltliebender Mensch. Er konnte Gewalt anwenden, wenn die Situation es erforderte, doch er zog es vor, durch Verhandlungsgeschick oder eine List an sein Ziel zu kommen. Gewalt war für ihn nur das letzte Mittel, wenn alles andere scheiterte. Die Rebellen baten Louverture, ein Friedensangebot zu verfassen. Sie schlugen vor, dass die meisten von ihnen zu den Plantagen zurückkehren, wenn im Gegenzug 200 Rebellenführer freigelassen und auf den Plantagen bessere Arbeitsbedingungen eingeführt würden. Zum Teil war es eine Kapitulation vor der harten Realität des 18. Jahrhunderts. Aus heutiger Sicht ist es einfach gesagt, dass sie mit diesem Dokument ihre eigenen Leute verkauft haben. Doch es war auch ein Versuch, die Dinge zu ändern. Das zentrale Problem war einfach, dass die Abschaffung der Sklaverei in den damaligen Verhältnissen gar nicht vorstellbar war. Es waren neue Regierungskommissare aus Paris eingetroffen, um die Ordnung auf der Insel wiederherzustellen. Sie waren liberaler als die weißen Pflanzer und drängten sie dazu, das Angebot der Rebellen anzunehmen. Außerdem waren sie bereit, mit den Rebellenführern zu verhandeln. Manche schwarze Rebellen waren misstrauisch und drängten dazu, die weißen Gefangenen zu töten. Doch Toussaint Louverture war dagegen und wollte sie als Geste des Wohlwollens in die Hauptstadt Cap Français zurückkehren lassen. Toussaint wurde also ausgesandt, um mit den Plantagenbesitzern über eine Einigung zu verhandeln. Dabei sollten nicht nur die Freilassung einiger Rebellenführer, sondern auch gewisse Reformen auf den Plantagen umgesetzt werden. Verbesserungen, für die Sklaven gekämpft hatten. Ich bin mir nicht so sicher, ob diese kleine Gruppe von Rebellenführern den Mumm gehabt hätte, zu all ihren Anhängern zu sagen, okay, zurück an die Arbeit, hier sind eure Ketten. Die etwas kurzsichtigen Weißen ließen es ohnehin gar nicht erst so weit kommen. Die Weißen sagten nein, denn nun waren sie diejenigen, die Rache wollten. Sie sahen sich in dieser Auseinandersetzung als Opfer und ließen ihre Taten der letzten 3 Jahrhunderte völlig unter den Tisch fallen. Sie wollten Vergeltung statt vergeben und vergessen. Sie lehnten ab. Er war mit Waffengewalt gegen sie angegangen, doch er hatte auch viele Zugeständnisse gemacht, teils gegen den Willen seiner eigenen Leute. Er hatte sich dafür eingesetzt, dass die Gefangenen gut behandelt und übergeben werden, um eine Einigung zu erzielen. Als die Weißen ablehnten, muss er ratlos gewesen sein. Dies bedeutete das sofortige Ende der Verhandlungen. Damit hatten die Weißen ihre beste Chance, den Konflikt friedlich beizulegen, verspielt. In Frankreich war die Revolution zu einer blutigen Terrorherrschaft geworden. Die französische Revolutionsarmee führte Krieg gegen Preußen und Österreich. Ihre radikalen Anführer wollten Revolutionsgegner im eigenen Lager ausmerzen und ließen Tausende hinrichten. Am 21. Januar 1793 geschah dann das Undenkbare. König Ludwig XVI. Wurde durch die Guillotine hingerichtet. Die Ereignisse in Frankreich überschlugen sich und nahmen ungeahnte Ausmaße an. Ein Aufstand folgte dem nächsten. Es war eine wahre Klassenrevolution, bei der die Hierarchien vollkommen auf den Kopf gestellt wurden. Und jede Schockwelle erreichte auch die Ufer von Saint-Domingue. Eine der größten Schockwellen aus Frankreich erreichte Saint-Domingue mit dem Regierungskommissar Léger-Félicité Santonax. Der französische Revolutionär hatte recht radikale Ideen zum Leben in der Kolonie.
Als Sontanax in Saint-Domingue ankam, eilte ihm bereits ein schlechter Ruf voraus. In Briefen aus Frankreich wurden die Kolonisten vor ihm gewarnt. Es hieß, er sei ein Abolitionist und wollte die Sklaverei abschaffen. Die Mischlingsbevölkerung von Saint-Domingue hatte ihr fragiles Bündnis mit den Weißen bisher gewahrt. Um diesen Kurs fortzusetzen, gründete Sontanax auf der Insel einen Repräsentantenrat und lud die Farbigen dazu ein, ihm beizutreten. Er räumte Farbigen sogar einen Platz in der Kolonialregierung ein. Viele weiße Pflanzer waren extrem erbost darüber und hielten ihn für einen Saboteur. Und die weißen Pflanzer hatten Grund zur Sorge. Knapp zwei Jahre, nachdem Toussaint Louverture dem Aufstand der Schwarzen beigetreten war, stand er an der Spitze der Rebellenarmee. Ich bin Toussaint Louverture. Mein Name ist euch vielleicht bekannt. 1793 schrieb er einen offenen Brief an die entrechteten Schwarzen von Saint-Domingue. Ich habe mir die Rache zur Aufgabe gemacht. Ich möchte, dass in Saint-Domingue Freiheit und Gleichheit herrschen und arbeite darauf hin, dieses Ziel zu verwirklichen. Schließt euch uns an, Brüder, und kämpft mit uns für dieselbe Sache. In diesem Brief machte er zwei Aussagen. Er bekräftigte sowohl sein volles Engagement für die Befreiungsbewegung als auch seine Position als möglicher Anführer dieser Bewegung, bei deren Anhängern er inzwischen größten Respekt genoss. Seine Botschaft lautete also: Ihr wollt Freiheit und ich werde euch Freiheit geben. Ich bin also der Mann, dem ihr folgen müsst. Mit diesem Brief wandte sich Toussaint aber auch an den Rest der Welt und insbesondere an Spanien. Die Spanier wollten Frankreich die Kolonie aus zwei Gründen entreißen. Erstens war die Kolonie trotz des Bürgerkriegs sehr einträglich. Und zweitens unterstützte dieser Wohlstand die französischen Revolutionäre im Kampf gegen die Spanier. Spanien kontrollierte die Nachbarkolonie von Saint-Domingue. Im Juni 1793 traf Toussaint mit den Spaniern ein Abkommen. Die spanischen Garnisonen hinter der Grenze belieferten die Sklavenarmee mit Waffen und Munition und halfen ihnen so im Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Innerhalb von 8 Monaten hatte Toussaint 3 Städte eingenommen. Die Siedler von Saint-Domingue wussten sich nicht mehr zu helfen und sahen sich gezwungen, die Briten um Hilfe bei der Unterdrückung des Sklavenaufstands zu bitten, auch wenn sie damit das neue Regime in Frankreich verrieten. Nun kämpften also die Kolonialmächte Frankreich, Spanien und England sowie eine große Sklavenarmee um die Kontrolle der kleinen Inselkolonie. Im Januar 1794 sorgten die Entwicklungen in Paris für einen erneuten Ausbruch der Gewalt in Übersee. Eine multiethnische Delegation aus Saint-Domingue war vor der französischen Nationalversammlung erschienen. Der Regierungskommissar Sontanax hatte sie entsandt mit einem Plädoyer für die Befreiung der Sklaven von Saint-Domingue, weil sie die britischen und spanischen Armeen abwehrten. Die Delegierten hatten schlagkräftige Argumente. Ihre Forderungen entsprachen den Prinzipien und Grundsätzen der französischen Revolution. Und sie wollten diese Grundsätze auch auf ihrer Insel aufrechterhalten. Sie erklärten, warum sie diese Ideen verinnerlicht hatten und bedingungslos verteidigen wollten. Es muss überwältigend für die französischen Volksvertreter gewesen sein, das zu hören. Sie kamen zur unangenehmen Einsicht, dass die weißen Sklavenbesitzer Frankreich den Rücken gekehrt und sich im Kampf gegen die Republik auf die Seite der Briten gestellt hatten. Und die wahren Republikaner in Saint-Domingue waren diese versklavten Menschen, die ihre Freiheit verlangten. Die französische Nationalversammlung verkündete daraufhin die Befreiung der Sklaven von Saint-Domingue. Und nicht nur das. In sämtlichen französischen Kolonien wurde die Sklaverei abgeschafft. In Frankreich wurden die Neuigkeiten mit großem Jubel gefeiert. Da war eine ältere, ehemalige Sklavin, die die Debatten mitverfolgt hatte. Sie brach in Tränen aus und wurde zur Feier dieses historischen Moments auf Händen getragen.
In Paris und im ganzen Land wurden Reden gehalten und Feste gefeiert. Dieser Schritt schien der wahre Triumph für die französische Revolution und ihre Ideale zu sein. Die Sklaverei, die schlimmste Form der Klassenhierarchie, war in der Karibik abgeschafft worden. So etwas hatte die Welt noch nicht erlebt. Mit einer Unterschrift waren beinahe 1 Million schwarze Sklaven zu französischen Bürgern geworden. Die Neuigkeit, dass die französische Revolutionsregierung ihre Sklaven befreit hatte, erreichte sehr schnell Saint-Domingue. Dieser historische Wendepunkt war größtenteils das Verdienst von Toussaints Armee und ihren überragenden militärischen Fähigkeiten. Doch neben Toussaint selbst sind auch seine kompetenten Kommandeure zu erwähnen. Männer wie Jean-Jacques Dessalines, der seinen Soldaten näher stand als Toussaint. Dessalines hatte schwer unter der Sklaverei gelitten und war oft ausgepeitscht worden. Er trug tiefe Narben auf dem Rücken, die er gelegentlich zur Schau stellte. Er hatte ein hohes Wut- und Gewaltpotenzial, aber er war auch sehr intelligent. Die Sklavenbefreiung änderte für Dessalines und Toussaint alles und erforderte eine umgehende Revision ihrer Position. Toussaint realisierte, dass Spanien und England einen König hatten und dass nur die Franzosen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit proklamierten und sich für gleiche Rechte einsetzten. Obwohl der Aufstand anfänglich gegen die Franzosen gerichtet war, erschien Frankreich Toussaint nun wieder als bestmöglicher Verbündeter. Er wechselte also zurück ins französische Lager. Nach 3 Jahren der Rebellion wurden Toussaint wie auch seine Anhänger wieder zu loyalen französischen Bürgern. Das Blatt hatte sich gewendet. Bald kämpften Toussaint, Dessalines und ihre Armee von Ex-Sklaven gegen die spanischen Besatzer von Saint-Domingue. Als nächstes verdrängten sie die Briten. Die Neuigkeiten von Toussaints erstaunlichem Siegeszug gegen die weißen Armeen machte in Europa schnell die Runde. Die Europäer sahen es nicht gern, dass ein schwarzer General weiße Truppen in die Flucht schlug. Das gefiel ihnen gar nicht. Die Sklavenhalter waren erstaunt und beunruhigt. In den USA oder in Kuba zum Beispiel durften keine weißen Franzosen einreisen. Aus Angst, dass sie von diesen Ereignissen erzählen würden. Auf die Frage, warum sie Saint-Domingue den Rücken kehrten, hätten sie preisgeben können, dass es dort eine schwarze Revolte gab. Wir haben Gefahren ins Auge gesehen, um unsere Freiheit zu gewinnen. Und sind bereit, dem Tod ins Auge zu sehen, um sie zu bewahren. Sklaven haben einst ihre Ketten hingenommen, weil sie kein anderes Dasein kannten. Doch diese Zeiten sind vorbei. Lieber läge das Volk von Saint-Domingue in den Ruinen seines Landes begraben, als unter der Rückkehr der Sklaverei zu leiden. Toussaints eindringliche Worte zeugen von seinem starken Glauben an demokratische Werte. Er hatte jedoch auch eine andere Seite. Wer Toussaint in irgendeiner Form bedrohte, wurde früher oder später umgebracht oder deportiert. Toussaint war bereits zum Brigadegeneral ernannt worden. Dann wurde er zum Gouverneur von Saint-Domingue. Kein Schwarzer hatte jemals in den Kolonien ein so hohes Amt bekleidet. Doch Toussaint hatte einen Rivalen, den populären französischen Regierungskommissar Léger-Félicité Sonthonax. Sonthonax genoss großen Respekt, denn er war es gewesen, der für die Abschaffung der Sklaverei gesorgt hatte. Er war sehr beliebt und die Schwarzen nannten ihn Papa Sonthonax. Dies war Toussaint ein Dorn im Auge.
Toussaint war Saint-Onax wohlgesonnen, solange er seinen Zwecken diente. Es war kein freundschaftliches Verhältnis. Sobald Saint-Onax für ihn keinen Nutzen mehr hatte, ließ er ihn fallen. So einfach war das. 1797 war dieser Zeitpunkt gekommen. Toussaint brauchte Saint-Onax nicht mehr. Mit einer Reihe von politischen Schachzügen entzog er dem Regierungskommissar jegliche Autorität und zwang ihn, im August die Insel zu verlassen. Toussaint Louverture hatte wieder einmal gesiegt. 1789, als Toussaint Louverture die letzten Briten von seiner Insel verbannte, kämpfte ein anderer französischer General am anderen Ende der Welt in Ägypten ebenfalls gegen die Briten. Sein Name Napoleon Bonaparte. Toussaint und Napoleon hatten viele Gemeinsamkeiten. Beide stammten eher aus ungewöhnlichen Verhältnissen und schafften den Aufstieg durch ihre militärischen Fähigkeiten. Beide wurden zu brillanten Armeeführern und schließlich zu großen politischen Figuren. Doch Napoleons Siegeszug stellte für Toussaint schon bald eine Bedrohung dar. Kurz nach seiner Eroberung Ägyptens marschierte Napoleon in Paris ein. Mit einem Staatsstreich stürzte er das Revolutionsregime und übernahm als Premierkonsul die Macht. Die Revolution ist vorbei, verkündete er und fügte hinzu: Ich bin die Revolution. Toussaint verfolgte sehr genau Napoleons Machtaufstieg in Frankreich. Er war sich darüber im Klaren, dass es in Frankreich viele einflussreiche Befürworter der Sklaverei gab, die Pläne gegen ihn schmiedeten und die Sklaverei in Saint-Domingue wieder einführen wollten. Nach Toussaints Überzeugung hing das Überleben von Saint-Domingue und die Wahrung der Freiheit von seiner Fähigkeit ab, genug Leute zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur zu mobilisieren. Und dies konnte nur unter einer Bedingung gelingen. Seine schwarzen Anhänger mussten bereit sein, auf die Zuckerplantagen zurückzukehren. Die Situation machte diese Maßnahme quasi unausweichlich. Toussaint saß in der Klemme. Um den sozialen Frieden zu wahren, musste die Plantagenproduktion und insbesondere der Zuckerhandel wieder angekurbelt werden. Doch keiner wollte mehr auf die Felder zurückkehren und diese Arbeit machen. Er musste die Leute also mehr oder weniger dazu zwingen. Und das war für sie wie ein Schritt zurück in die Sklaverei. Er war hart, manchmal vielleicht zu hart zu den Schwarzen, aber er hatte keine Wahl, er musste so handeln. Ein Anführer sollte wissen, wann er sich zurückziehen kann und wann es Zeit ist zu sagen, okay Leute, nun geht's wieder an die Arbeit. Wenn ihr euch weigert, müsst ihr mit den Konsequenzen rechnen. Doch bei den erst kürzlich befreiten Sklaven stieß Toussaints Forderung auf taube Ohren. Sie wollten statt für den Export für ihren eigenen Nutzen Ackerbau betreiben. Toussaints ruhmreiche Stellung geriet ins Wanken. Napoleon dagegen befand sich auf einem Höhenflug. Er strukturierte die Regierung um und proklamierte eine neue Verfassung, die allerdings keine schwarze Emanzipation vorsah, sondern der Wiedereinführung der Sklaverei in den französischen Kolonien Tür und Tor öffnete. Als Toussaint davon Wind bekam, wurde ihm klar, dass große Veränderungen bevorstanden und dass er vor allem keinen Einfluss auf Napoleons Haltung hatte. Ganz in seinem Element reagierte er, indem er sagte, gut, dann soll Saint-Domingue seine eigene Verfassung haben. Und weil ich hier das Sagen habe, werde ich sie auch schreiben. Toussaints autonome Verfassung legte fest, dass die Sklaverei in Saint-Domingue auf immer abgeschafft war. Zudem war es die weltweit erste Verfassung, die ein Verbot von Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe vorschrieb. Ein historisches Gesetz, das in den USA erst 150 Jahre später eingeführt wurde. Die Verfassung war nicht ganz uneigennützig. Toussaint ernannte sich darin selbst zum Gouverneur auf Lebenszeit und wies sich das alleinige Recht zu, seinen Nachfolger zu bestimmen.
Toussaint ist für mich ein großer Held, aber das war keine gute Idee. Damit rief er praktisch eine permanente Militärdiktatur ins Leben, die Haiti noch 200 Jahre später Probleme bereitet. Er wäre auch ohne diesen Zusatz ausgekommen. Ich weiß nicht, was er sich dabei dachte, aber fest steht, dass er damit für Napoleon das Fass zum Überlaufen brachte. Napoleon Bonaparte hatte genug von der Revolution. Und diese Ansicht teilte er mit dem amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson. Die Aussicht einer schwarzen Republik ist den Spaniern, Engländern und Amerikanern gleichermaßen ein Dorn im Auge. Jefferson hat versprochen, dass bei Ankunft der französischen Armee alles unternommen wird, um Toussaint auszuhungern. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass uns diese Neger fernbleiben. Toussaint versuchte nun, Napoleon umgehend von den positiven Verdiensten seiner schwarzen Bewegung zu überzeugen. Toussaint schrieb an Napoleon, er wollte Anerkennung dafür, dass er die Inselkolonie für Frankreich gerettet hatte. Seine Bemühungen scheiterten. Anfang 1802 sah Toussaint erstaunt eine gewaltige französische Flotte in den Hafen von Saint-Domingue einlaufen. Ihre Mission? Die Wiederherstellung der alten Ordnung. Mein Entschluss, die Herrschaft der Schwarzen auf Saint-Domingue niederzuschlagen, ist weniger auf kommerzielle oder finanzielle Interessen gegründet, sondern vielmehr auf der Notwendigkeit, dem Aufstieg der Schwarzen in der Welt für immer ein Ende zu setzen. Drei zermürbende Monate lang gelang es Toussaint Louverture, die einfallende französische Armee abzuwehren. Doch die Unterstützung der desillusionierten schwarzen Inselbevölkerung schwand. Am 6. Mai 1802 kapitulierte Toussaint Louverture. Zunächst durfte er sich unter Beibehaltung seines Militärrangs zurückziehen. Doch einen Monat später wurde er vom französischen Regierungskommissar General Leclerc vorgeladen. Würde ich alle Dienste aufzählen, die ich der französischen Regierung erwiesen habe, könnte ich ganze Bücher damit füllen. Festnehmen! Toussaint wurde wegen Landesverrates verhaftet. Sehr redegewandt, schrieb er in einem Brief. Ich nehme an, ihr behandelt mich wegen meiner Hautfarbe wie einen Kriminellen, obwohl ich das selbst nicht glauben will. Und als Entlohnung für all meine Dienste haben sie mich in Saint-Domingue rücksichtslos festgenommen. Sie würgten mich und zerrten mich weg wie einen Verbrecher, ohne Respekt für meinen Rang. Ist das der Dank für meine Arbeit? Rebellische französische Offiziere wurden in der Regel vor ein Militärgericht gebracht. Toussaint ging also davon aus, dass ihn ein Militärprozess erwartete. In der Hoffnung, dass Napoleon und sein Führungsstab seine wahren Ambitionen anerkennen würden, bestieg Toussaint bereitwillig ein Schiff in Richtung Frankreich. In Toussaints Abwesenheit blieb die Lage auf Saint-Domingue relativ ruhig. Jean-Jacques Dessalines und die anderen schwarzen Offiziere kooperierten weiterhin mit General Leclerc. Doch dann trafen Neuigkeiten aus der Nachbarkolonie Guadeloupe ein. Napoleon hatte die Sklaverei dort wieder eingeführt. Leclerc dachte, dass er Dessalines in der Tasche hätte und dieser ihm aus der Hand fressen würde, aber da hatte er sich schwer getäuscht. Saint-Domingue erlebte erneut eine Welle der Gewalt. Und Dessalines brach sein Bündnis mit Frankreich. Abermals traten die ehemaligen Sklaven von Saint-Domingue gegen eine europäische Armee an. Dessalines war ein rückhaltloser, kompromissloser Führer, der bereit war, alles zu vernichten, was den Interessen seines Volkes im Wege stand. In vielen Quellen heißt es, dass Dessalines ausnahmslos alle Weißen getötet und einen Rassenkrieg geführt habe. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt einen Zeugenbericht eines Weißen, der entkam, weil er sich als Amerikaner tarnte. Dessalines brachte nämlich keine Amerikaner oder Engländer um, nur Franzosen. Ah!
Pierre Jazotte, ein anderer Weißer, dem die Flucht gelang, beobachtete das Inferno von einem Berg aus. Das Land stand auf einer Fläche von nicht weniger als 10 Quadratmeilen in Flammen. Die Feuersbrunst breitete sich so schnell aus, als seien zuvor riesige Ladungen von Schießpulver verteilt worden. Der Salin und seine Anhänger betrieben eine Strategie der verbrannten Erde. Sie brannten die Städte nieder, um den Franzosen nichts Nützliches zu hinterlassen und sie zum Abzug zu zwingen. Dessalines Taktik führte zum Erfolg. 1803 rückten die französischen Truppen schließlich von der Insel ab. Der Krieg hatte 50.000 ihrer Soldaten das Leben gekostet. Und Saint-Domingue wurde zur weltweit ersten schwarzen Republik. Es ist eine Geschichte von zentraler Bedeutung. Es war nicht nur eine antikoloniale Revolution, sondern auch eine Revolution gegen die Sklaverei. Die Menschen sagten, euer Wohlstand und eure Privilegien, die sich auf Zwangsarbeit gründen, können und werden keine Zukunft haben. Diese Botschaft hat bis heute überdauert. Das Streben nach Unabhängigkeit ist der stärkste Drang des Menschen. Ich denke, diese Revolution hat für uns alle einen hohen Stellenwert, denn es war das erste Mal, dass die Menschen wirklich auf gleiches Recht für alle bestanden haben. Über solche Ereignisse sollte jeder Bescheid wissen, denn es zeigt uns, wozu Menschen und nicht nur Schwarze fähig sind. Toussaint Louverture erlebte diesen Sieg nicht mehr. Er starb am 7. April 1803 in einer kalten Gefängniszelle im französischen Juragebirge, kurz bevor Haiti seine Unabhängigkeit erlangte. Ein Ziel, für das er so lange gekämpft hatte. Bevor er nach Frankreich segelte, schrieb Louverture: Mit mir habt ihr zwar den Baum unserer Freiheit gefällt, aber seine Wurzeln werden wieder ausschlagen. Denn sie sind zahlreich und tief. Gleich sind wir auf den Spuren des Max von Oppenheim in Syrien. Seine Fundstücke werden bald im Pergamon-Museum ausgestellt. Sein Geheimnis als Gegenspieler von Lawrence von Arabien lüftet eine Dokumentation.